Und die Schrottlawinen-Tarantella. Leise. Hups. Supi. Dann gehen wir jetzt nochmal raus zum Hafen. Die Kiste springt wieder an. So. Was haben wir? Wir haben dieses Tarantella haben wir. Hallo, runter. Genau, dieses Tarantella haben wir. Wir haben das Paarungslied. Dann nehmen wir jetzt noch Lümmeltütenlied und Taubentango. Vielleicht brauchen wir dieses Taubentango für unseren Gondolero. Egal. Wir müssen das kriegen, was wir können. Nehmen können. Zucker. Dann klauen wir uns noch die letzten beiden Notenblätter hier. Ich hoffe, wir können. Leise. Und. Hups. Wir können immer nur eins noch mitnehmen. Lümmeltütenlied. Nee, ich glaube, wir brauchen was anderes. Müssen wir nochmal in den Hafen. Denn ich denke, für Bose und seine Frau brauchen wir ja kein Lümmeltütenlied, oder? Können wir mal ausprobieren. Gucken, was passiert. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das lustige Lümmeltütenlied. Das ist aber nicht besonders romantisch, aber... Va bene, ich werde geben meine Bestes. Was ja nicht viel ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein, oh, ich gehe mal zur falschen Seite raus. So la. Ich weiß, ich kann jetzt singen. So. Aber wir können. Das können wir auch mal machen. Und zwar. Vielleicht müssen wir das hier auch sogar machen. Marktplatz. Und jetzt hier in dieser dunklen Gasse. Rufus. Nee. Aber die Krabben sind weg. Aber in der Kiste ist immer noch nichts. Hat sich jetzt mein Spiel. Ah, ich hab schon gerade gedacht, dass mein Spiel sich aufgehangen hat, aber ich speichere. Hallo? Lieber mal, das ist reine Vorsichtsmaßnahme. Speichern, jawohl. So, und weiterspielen. Eine einsame Tür in einer dunklen Gasse. Wohin sie wohl führt? Vielleicht müssen wir auch zum Marktplatz. Das machen wir mal. So. Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück. Vielleicht müssen wir ja mal irgendwie sowas machen. Wer weiß. So. Waffenladen. Und dann sollen die beiden jetzt hier nochmal Gas geben. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Ja, klar! Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Irgendein Lied muss es ja sein. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Die ist so temperamentvoll, die Frau. Das ist echt der Hammer, ey.
du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Francesco, Davide, Sofia, Matteo, Ernesto, Antonio, Sara, Alice, Melinda, kommt der Papa, einen Rat für Kinder. Lorenzo, Ricardo, Alessandro, Marta, Elena, kommt der Papa, einen Rat, wenn ihr Lümmelsüten benutzt, müsst ihr schön. Hat ich immer außer Pfalz darum sehen. Oh, Sole mio, la 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 la. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Okay, das Lied war es schon mal nicht. Dann machen wir das so und dann gehen wir zum Marktplatz. Aber mit diesem, das waren ja nur Namen, die mal aufgerufen wurden. Und hier auf diesem Marktplatz sind ja unheimlich viele Namen. Aber ich glaube, ich hatte mir doch mal irgendwo aufgeschrieben. Mit diesen Farben, oder nicht? Rotes Rohr, klein wie nähnlich, grün ist im Industrie und gelb ist die dunkle Gasse. Ne, okay. Hat sich erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Hafen. Was haben wir jetzt eigentlich bei uns? Okay. Dann gehen wir in die Spelunke. Und dann nehmen wir das tote Taubentango. So. Gehen wir wieder nach oben in den Hafen. Oh, Sole mio. La, 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 la. So. Jetzt wollen wir den Generator nochmal schrotten mit Zucker. Und dann nehmen wir uns das mit diesem Taubentango und gucken, was das ist. Der tote Taubentango. Und jetzt leise. Hups. Okay, damit gehen wir jetzt nochmal in den Hafen. Und geben das unserem Gondolero. Irgendetwas muss ja richtig sein. Vielleicht müssen wir ja gar nicht diesen Gondolero irgendwie wegbringen oder so, damit Boso und die Knalltüte da wieder zusammenfinden. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Der tote Taubentango. Das ist aber nicht besonders romantico, aber... Va bene, ich werde geben meine Beste. Was ja nicht viel ist. Alles klar, dann wollen wir... Diesmal gehen wir richtig. Zum Waffenladen und dann wollen wir nochmal ausprobieren. Oder wir müssen doch den irgendwie wegkriegen. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Denn wir haben ja hier schon mal die Krabben hingekriegt und das muss ja schon irgendeine Bedeutung haben. Vielleicht müssen wir ja... Obwohl, ich wüsste nicht wie. Ja, gucken wir mal. Willst du nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchter Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig macht, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich ja. Bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag.
Oh Mann. Ich glaube, wer so eine Frau zu Hause hätte, der ist abend dran. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Du fragst mich voll Empörung, woher kommt der Gestank? Ich hab eine Erklärung. Drei tote Daumen liegen hinterm Schrank. Oh, Sole mio. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Okay. Das war jetzt auch wieder ein Schuss in den Ofen. Aber ich frag mich, wofür wir die Krabben jetzt hier vorne haben. Das muss ja auch irgendeinen Sinn haben. Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. Ah! Ich glaube, ich hab's. Und zwar gehen wir jetzt nochmal zurück in den Hafen und treten jetzt nochmal ordentlich vor die Stoßstange. Und wehe, der wagt sich danach nochmal wieder hier hinzukommen. Ancora? Stupido! Ja, ist gut. Ach, ja. Können wir jetzt die Gondel fahren? Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Okay, dann gehen wir nochmal nach Klein-Venedig, weil jetzt dürfte unser Gondo... Ups, nein, falsche Richtung. Dürfte unser Gondolero... nicht mehr drankommen. Das ist aber doof. Wo hat der denn jetzt die Airbags her? Da sollte man den aber mal fragen, weil in der Airbag-Kiste sind jetzt definitiv überall Krabben. Prego. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Mhm. Arrivederci. Hä? Was für ein Ding? Ach, nichts. Arrivederci. Was für ein Ding? Das ist auch geil. Ach, Manu. Huhu. Prego. Arrivederci. Hä? Was für ein Ding? Ach, nichts. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Aha. Oh, hier geht die... Sirene. Ich hoffe, ihr habt das nicht mitgekriegt. Dieser Gondolero konnte sich jetzt kein Airbag holen. Vielleicht können wir das doch nochmal ausprobieren. Vielleicht ist unser Plan ja doch noch aufgegangen. Schauen wir mal. So, Boso, komm, mach nochmal für uns. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Logisch, jetzt mach schon. Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Ja. Du schon wieder? Ja, wir los, schon wieder. Komm rein.
komm schon! Vielleicht haben wir ja das Glück und dieser Gondolero kommt nicht, aber sonst wüsste ich eigentlich nicht mehr weiter. Das Nerven hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Ach, der ist schon wieder da. Springen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Aber der hat jetzt die Kiste voll mit Krabben. Du fragst mich voll Empörung, woher kommt der Gestank? Ich hab eine Erklärung. Drei tote Tauben liegen hinterm Schrank. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort!